Kulbai Khan ist ein kluger und methodischer Widersacher. Er bevorzugt eine einfache Agrarwirtschaft, die sich auf den Reisbau konzentriert, nutzt aber Tee und Kleidung, um seine Beliebtheit beim Volk zu steigern. Seine Waffenschmiede sind auf schwere Waffen spezialisiert, die mit seinen mächtigen Truppen, berittenen Einheiten und einer Vielzahl an Belagerungsgeräten für eine beeindruckende, ausgewogene Armee sorgt. Das hört sich gut an. Wer ruft den Kaiser? Uwe! Alter. Ja, ich baue das Vorratslager. Beute zu betreiben. Kein Holz mehr. Das ist Kacke, die gehen da glaube ich nicht rüber, oder? Nope. Gebäude zu betreiben. Eine Nachricht von Kubai Khan. Und alleine dieser Modus an sich, ich muss jetzt alle eliminieren, das kann zu Stress führen, das kann zu Ärger führen. Hast du die Bogen mal von den Gegnern angeguckt? Wie die da rausfallen. Ja, das ist ein bisschen buggy, ne? Nicht genügend Waren. Hä, wo ist der Stein hin? Weggezaubert. Sonst endet das so wie letztes Mal, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich war was anderes, der Gegner hat gescheatet. Eine Nachricht von Kublai Khan. Der Typ, ne? In der Schwarzpulverwerkstatt pinkelt der dahin. Ah, da kommen Truppen, ne? Ah, blöd. Ganz geste Flammenwerfer. Jawohl! Jetzt kommen die von rechts. Wir werden angegriffen. Belagerungscamp. Raketenwerfer bauen können wir. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Guck mal, da steht er schon vor der Tür, Alter. Die hacken rechts jetzt, ne? Dann müssen wir den Ausgang abaimen. Den Durchgang. Guck mal, was du da finanziell noch alles rauspressen kannst. Ich kümmere mich um alles, was hier umbringen will. Los, los, friss das, friss deine Geschmeiße, Scheiße! Du und so eine Schande! Durchbrochen. Here's Johnny. Nicht genügend Waren. Bin durch. Allahu Akbar! So, jetzt komm, lauft alle schön durch. Wichtig! Ja! Nochmal wichtig! Ihr seid der General. I don't think you have any idea how fast I'm here. Wir tragen die Flamme. Wie erwünscht. Auf die Füße, Feuerlanzenreiter. Das nicht gewagt ist? Die KI ausnutzen. Die ist auf ganz schwer geschalten. Der sollte jetzt keinen Schaden kriegen. Ja, das Ding geht kaputt, das weißt du schon, ne? Doch, scheiße, es geht kaputt. Lass es mich doch reparieren! Ja, Alter. Play des Monats, ey. Der springt sich da durch, ne, rechts? Einen weiteren Atemzug zu machen. Oh, der hat... I hope. Oh, scheiße. V1 kommt. Sehr schön gemacht. V1 Rakete auf diese Position. Das ist nicht gut. Wo? Jetzt nur die Nerven behalten. Ja, scheiße, die werden da. Die weg. Nope, nope. Ich kann die nicht wegmachen, weil der Feind da ist. That's a lot of damage! Oh, jetzt hat er richtig Bock, Alter. Das. Eine Nachricht von Kublai Khan. Sehr schön. Einführen, dann sind sie davon nicht abhängig. Nein, Tampons. Digga! Der war rekordverdächtig. Und die Friedenszeit ist vorbei. Eine Nachricht von Kublai Khan. Nö. Ach, genau. Oh, guck mal, wer da jetzt reingeschissen kommt. Alter, ich glaub's nicht. Nein, nicht den Kornspeicher kaputt machen. Nein, das ist böse. Von vorne.
Da stehen sie vor unserer Mauer. Oh, guten Morgen. Den Tiger haben die richtig eingepackt, aber das ist unsere Gelegenheit. Nope. Wir brauchen 100 Gold. Schnell, ich brauche ein bisschen Stein verkaufen. Du kannst mit dem das Torhaus einnehmen. Oh nein, jetzt kommt er da wieder aus dem Busch raus. Hinterher, Knie auf 10 Spitzen da hinterher trippeln, ist nicht zu fassen. Perfekt. Er hat so viel Leben, ne? Ich sehe das an, das juckt ihn gar nicht. Er kommt und hat richtig Bock. Er hat sogar V1-Raketen dabei. Das wird die Bauer nicht lange aushalten. Ich werde angegriffen. Oh Gott, nein, unser Affe. Sprint. Wettlauf gegen die Zeit. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Naja, ich kann Mauer bauen, obwohl die Kollegen direkt vor der Tür stehen. Alarm! Alarm! Ja, der Brunnen ist schon aktiviert. Digga, das ist wegen diesem scheiß Lord, nebenan diese Bogenschützen haben die Kuh kaputt geschossen. Das gibt eine Anzeige. Es sind fremde Diplomaten. Jetzt sind auch noch fremde Diplomaten angekommen. Bitte nicht beim Tiger. Doch beim Tiger. Wir haben null Diplomatiepunkte. Jetzt kommt er auch noch von rechts mit seiner Scheiße. Ja, wir haben wirklich ein Problem. Ja, aber der Hofnarr kommt, ne? Und tanzt da vorne. Zweiter Tag. So, nach ein paar kleineren Niederschlägen haben wir uns jetzt professionelle Hilfe besorgt. Also hier wieder. Und außerdem haben wir unsere Map. Wir haben Heimvorteil, Joas. Hier wird rasiert. Fast geflossen. Meine Haare riechen immer noch frisch, obwohl ich seit 3 Tagen nicht die Haare gewaschen habe. Für einen? Hast du den in unser Team gesetzt? Tokfan liegt noch, ne? Überleg mal, der hat 2 Truppen oben stehen. Oh, Tokfan greift an. Er greift seine Steinbrüche an. Oh, 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 guck dir, was da kommt. Oh, 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 oh. Ich glaube, Tokfan gewinnt. Was für ein Kristall? Die Bogenschützen machen nichts. Oha! Oh, das ist so spannend, das ist so spannend. Oh, jetzt der Tokfans hier. Das ist jetzt die Elite, die da kommt von Tokfan. Links oder was? Ja, genau. So, die die Beliebtheit ankurbeln. Soll ich einen Zen-Garten bauen? Nein, nein, nein! Nein, du brauchst keinen Zen-Garten. Die sind scheiße. Gehen die Leute nicht mehr zur Arbeit, Alter. Beantragen die alle Hartz IV. Ja, das sieht schlecht für Tokfan aus. Das gewinnt er, Jonas. Keine Sorge. Tokfan ist Meister daran, wenn es geht. Da kommt seine Elite. Da kommt sie, Jonas. Bye, have a great time. Was hat er denn mit der... Was ist eigentlich mit diesen verbackten Truppen da oben, ne? Guck dir das an, was macht der General da, Alter? Und die anderen Truppen da auf der Mauer, ist ein gutes Spiel. Schnecken habe ich momentan echt mehr als genug hier rumfliegen. Wir müssen ihn angreifen. Scheiß auf die Ländereien. Wir müssen ihn angreifen. Belagern. Wir brauchen Triebwerke. Ich muss erstmal einen Monat, bis sie da runterkommen. So, ich hoffe, dass unsere massiv aufgebaute Turmverteidigung uns jetzt den Hintern bringt. Haben wir Hans vor dem Turm stehen? Nein, haben wir nicht. I am the God of Hellfire and I bring you fire! Hans. Pass auf, dass der nicht in der Tür hängen bleibt, das ist klar. So, jetzt. Wir werden angegriffen.
Alter, guck dir die Burg von unten links an, Jörg. Guck dir die Burg von unten links an. Du musst dich da um die Verteidigung kümmern, ich kümmere mich um den Angriff. Eine Nachricht von Tukfan, Tukfan, Tukfan. Er ist wieder da. Mein Gott, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Nicht ein so viel. Jos, du hattest einen Job. Feuert die Rakete ab! Eine Nachricht von Kobra. Eine kleine Unterbrechung. Eine Familie. Mach nicht den Kornspeicher. Mach nicht den Kornspeicher. Auf dem Fall der Ihr sollt doch nicht in den Kornspeicher reingehen! Ihr dummen! Also noch dicker hätte man die Mauer auch nicht bauen können. Und wenn der jetzt nicht hält, ne? Jetzt ist er doch darauf gekommen, dass die andere Mauer dünner ist, ne? Houston, we have a problem. Ein fremder Burgherr wirbt um uns. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Ein fremder Burgherr wirbt um uns. Anderer Burgherr wünscht unsere Unterstützung. Thank you.